Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am Mittwoch, dem 22. April 2020? Ja, hallo Freunde der thailändischen Sonne, da ist wieder Mario aus dem wunderschönen Thailand und auch heute wieder mit den aktuellen Meldungen und dann zu einem Update betreffend unserer Spendenaktion Nahrungsmittel für die thailändische Bevölkerung. Ja, beginnen wir mit den aktuellen Zahlen. Wir sind heute bei 2826 positiv Getesteten. Das sind 15 mehr als gestern. Bleibt tief, sehr gut. 2352 Personen haben das Spital bereits verlassen. 425 sind noch in Behandlung und 49 seit Ausbruch verstorben. Das ist eine Person mehr in den letzten 24 Stunden. Beste Nachricht des Tages gleich am Anfang, und zwar die automatische Verlängerung für das Visum. Ja, alle, die noch in Thailand sind, Touristen, Reisende, Urlauber, die es so lange ausgehalten haben, die hatten ja eine automatische Verlängerung bis zum 30. April. Diese wurde jetzt verlängert, und zwar nicht um nur 30 weitere Tage, sondern bis zum 31. Juli. Und was bedeutet das genau? Erstens, man muss das Visum nicht verlängern. Also das heißt, alle, die mit einem Touristenvisum oder sonst mit einem Multiple-Entry-Visum ins Land eingereist sind oder mit der erleichterten Einreise, also 30 Tage bei der Einreise erhalten haben, die können zu Hause bleiben und müssen nicht zur Immigration. Ich denke, es betrifft aber nicht die Leute, die in Thailand leben und eine Aufenthaltsgenehmigung, eine sogenannte Extension of Stay haben. Dann, zweiter Punkt, man muss keine 90-Tage-Meldung machen. Sehr gut für all die, die in Thailand leben. Also auch hier, es steht ganz klar auf dem Flyer von der Immigration, es gibt keine 90-Tage-Meldungen, die gemacht werden müssen. Dann, dritter Punkt, man muss keine Gebühren bezahlen, keine Ahnung, was das bedeutet. Und vierter Punkt, man muss keine Dokumente einreichen. Auch keine Ahnung, was das genau bedeuten soll, vielleicht im Zusammenhang eben mit der Visa-Beantragung, dass das eben im Moment alles wegfällt und es auch nichts kosten wird, etc., sondern erst wenn dann die Frist abgelaufen ist, alles wieder beim Alten sein wird, sofern es keine Verlängerung geben sollte. Diese Woche werden auch weitere Rückholflüge stattfinden, die Thailänder zurück nach Thailand bringen. Und das könnte auch noch eine Möglichkeit oder eine Gelegenheit sein für die Expats, die im Ausland festsitzen. Klar, vom Gesetz her ist es im Moment so, dass keine Ausländer einreisen dürfen, außer die mit einer Arbeitsgenehmigung. Jetzt fliegen aber Maschinen von hier in diverse Länder, unter anderem Australien und Neuseeland, die Australier nach Hause bringen und Neuseeländer. Und dann von dort die Thais zurücknehmen nach Thailand. Jetzt gibt es auch Expats, die sitzen in Australien fest und in Neuseeland. Jetzt wäre es vielleicht keine schlechte Idee, mal bei der thailändischen Botschaft anzurufen in Neuseeland oder Australien, wo auch immer du bist, und zu fragen, ob du mit so einem Rückholflug mitfliegen darfst. Die Antwort wird höchstwahrscheinlich nein sein, aber solange man nicht fragt, weiß man nicht, ob es funktioniert. Es ist eine außergewöhnliche Lage und man hat ja auch bereits schon durchblicken lassen, dass wenn dann wieder einer einreisen darf, dann sind es all diejenigen mit einer entsprechenden Aufenthaltsgenehmigung, also Leute, die in Thailand leben. Also ich würde das mal versuchen, mal dort anzurufen und vielleicht klappt es ja, und wenn ja, dann bitte eine Rückmeldung an mich. Dann noch was zu den Flügen, und zwar kriege ich jetzt immer mehr wieder Rückmeldungen von Leuten, die im Juni oder Juli nach Thailand fliegen sollten oder wollen, und auch die Flüge für Juni wurden bei vielen bereits annulliert, und wir haben es jetzt auch gesehen mit der automatischen Visaverlängerung bis zum 31. Juli. Das würde dann auch wieder irgendwo zusammenpassen, also es könnte tatsächlich sein, als wird wahrscheinlich oder werden keine Reisen nach Thailand möglich sein bis vielleicht zum 31. Juli. Das ist jetzt rein eine Annahme von mir, aber wenn man so sieht, dass immer mehr Flüge auch für Juni annulliert werden und die thailändische Regierung eine automatische Visumsverlängerung gibt bis 31. Juli, dann könnte das vielleicht noch einen Zusammenhang haben. Ja, dann noch was zum Thai-Bad. Ihr habt sicher festgestellt, dass der Thai-Bad nach wie vor
auf seinem Niveau bleibt, ziemlich stabil ist, teilweise sogar wieder etwas stärker wird. Und viele fragen sich ja, warum ist das so? Warum wird er nicht schwächer? Und es gibt hier viele, die vermuten, dass es nach wie vor der Einfluss der Chinesen ist, dass Geld nach Thailand gepumpt wird im großen Stil. Und dann in diesem Zusammenhang gab es noch eine Umfrage, wo man in China und aber auch in Thailand die Hotels befragt hat, so wie eben in China auch die Leute, Tourismus etc., wie das ausschaut, würden sie wieder nach Thailand reisen und wenn ja, wann etc. Und diese wahrscheinlich nicht repräsentative Umfrage hat ergeben, dass die Chinesen bereits in den Startlöchern sind. Also viele haben gesagt, dass sobald sie wieder reisen können, wenn der Luftweg wieder offen ist, dann werden sie wieder nach Thailand strömen. Ich kann es nicht anders sagen, sie werden wieder kommen, die Wirtschaft ankurbeln und ich denke auch, dass der Thai-Baht dann ziemlich schnell wieder stärker wird. Vielleicht gibt es da noch diverse andere Einflüsse, die daran dann was ändern können oder das Ganze etwas ausbremsen. Aber ja, das ist so meine Einschätzung dieser Situation und mal abwarten und schauen. Okay, dann kommen wir zum Update Nahrungsmittel für Bedürftige in Thailand. Ja, am Montag haben wir begonnen mit Spenden sammeln. Die Aktion läuft noch bis am Freitag. Am Samstag dann bitte kein Geld mehr überweisen und wir sind im Moment bei etwas mehr als 4000 Euro. Viele haben gefragt, wo sind die Kontoangaben oder der PayPal-Link. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dieses Video einfach unten hin, irgendwo hinklicken dort, dann solltet ihr das Ganze sehen, PayPal-Link und auch Kontoverbindung. Ja, wir haben lokal und regional vor, die Lebensmittel zu verteilen. Lokal bedeutet hier in der Landsgemeinde, also eine große Gemeinde auf dem Land, und regional bedeutet in der ganzen Provinz und da handelt es sich um die Provinz Phetchaburi. Wir haben bereits die Bewilligung erhalten vom Bürgermeister von dieser Region hier. Wir werden heute Abend einen Testlauf durchführen, beziehungsweise der Bürgermeister wird mit zwei oder drei anderen lokalen Personen, die etwas spenden wollen, an einer Örtlichkeit diesen Testlauf durchführen, um mal zu schauen, ob sie die Maßnahmen der Regierung einhalten können, so Sicherheitsabstand etc., Gesichtsmasken, Desinfektionsmittel und. Das ist das eine. Wir werden dann, sobald er das Okay gibt, wenn das Ganze gut über die Bühne ging, werden wir das dann nächste Woche in einem großen, werden wir dann eine große Spendenaktion machen, wo dann eben alle Bedürftigen aufgerufen werden, dort zu erscheinen. Dann auf regionaler Ebene ist Yui gerade dran, vor allem hat sie noch Zeit bis am Freitag, mit den Rettungsorganisationen, Zivilschutz etc. Das heißt in Thailand zwar etwas anders, aber man kann es so etwa vergleichen, Kontakt aufzunehmen. Der Vorteil da ist, die gehen von Haus zu Haus mit Polizeibegleitung und werden dort Nahrungsmittel verteilen, vor allem an die Leute, die höchst gefährdet sind bzw. die dringend Hilfe benötigen, ob medizinische Hilfe oder eben auch Nahrungsmittel. Und ich hoffe, dass sie das hinkriegt, dass wir dort einen Fuß reintun können bzw. dass wir diese Organisation mit unseren Nahrungsmitteln unterstützen können. In der Regel läuft das so ab, dass wir eine größere Menge Reis dann bestellen. Also wir haben gesagt, wenn wir es machen, dann natürlich mit Nahrungsmitteln, nicht mit finanziellen Mitteln. Und dann werden wir Lebensmittel zur Verfügung stellen, das Ganze abpacken und die werden es dann für uns verteilen in der ganzen Provinz. Ja, ich hoffe, dass Yui das hinkriegt, dass das mit den Rettungsorganisationen klappt. Das wäre natürlich hammermäßig geil. Und sonst habe ich auch noch einen Polizisten im Boot, der im Moment die Bewilligungen versucht zu erhalten von weiteren Bezirken und auch noch von einer Provinz. Wenn, das wäre dann noch die dritte Möglichkeit, dass man dorthin geht, wenn man es mit den Rettungsorganisationen nicht zustande kriegen würde. Das sind so die Optionen, die wir im Moment haben. Ich hoffe, dass sämtliche Bewilligungen eben, wie gesagt, bis Freitag zusammen sind, dass wir dann nächste Woche starten können. Dann haben mich auch diverse gefragt, ja Mario, wie schaut es aus, machen wir dann im Anschluss nochmal eine
Hilfsaktion und ich denke eher nicht. Ich denke, das bleibt im Moment eine einmalige Sache. Ich denke auch, dass wir genügend Geld zusammen haben, um was bewegen zu können, um möglichst vielen Menschen für eine gewisse Zeit, 2-3 Wochen über die Runden helfen zu können. Und dann wird sich hoffentlich auch die Lage langsam wieder etwas verbessern. Und wenn nicht, der König hat ja auch Gelder freigegeben. Es waren keine Spenden, ich habe das falsch gesagt in einem meiner letzten Videos, sondern er hat die Bewilligung erteilt, dass der Staat an weitere Gelder kommt oder beziehungsweise sich auch verschulden kann. Und diese Hilfsgelder werden natürlich dann auch wahrscheinlich dann irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten ausgelöst. So, das war's von heute. Freunde der thailändischen Sonne, wir sehen uns morgen wieder, wenn du magst. Bis dann, bleib gesund. Tschüss aus dem wunderschönen Thailand.